Hey, yo, Leute, willkommen zurück zu Let's Play Command & Conquer Renegade. Renegade vor allem. Renegade. So, wir wollen erstmal schauen. Nuklearschlag. Achso, da war ja was. So, ich muss erstmal schauen. Ich habe jetzt eben ein Ladedingsbums geladen. Ergibt Sinn, ja, ich weiß. Ich hoffe doch mal. Ich frage mich immer noch. Ja gut, schön ist, warum schieße ich nicht eigentlich gleich selbst ab? Darüber hätte ich mich nämlich sehr gefreut. Lass mich kurz weg, hier spawnt doch gleich einer. Oder? Nicht? Nee? Nee, doch. Was ist da? Irgendwo kommt einer. Sowas. Na toll, mein Leben ist wieder sehr gut. Ich glaube, ich kann den Spielstand gleich wieder einfach mal so laden. Ich meine, mit 51 Half komme ich nicht weit. Nee, damit komme ich echt nicht weit. Nee, jetzt ist doch schon der Obelisk. Naja, toll. Ich weiß nicht, ob ich den einfach so mal abschießen kann. Das geht nicht, oder? Beziehungsweise wird er geheilt, oder? Ich muss mal gucken. Wird er geheilt? Ich kann es nicht sagen. Na, wird er oder wird er nicht? Ach komm, halt die Klappe. Du brauchst gar nicht erst ankommen. So, weiter wegbleiben. Oh, 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 oh. Da kommt der Tarnpanzer-Dingens. Der Staff-Panzer, wie er doch irgendwie im Original genannt wurde. Den man irgendwie immer noch komischerweise sieht. Ja. Sehr intelligent gelöst war. Nee, gut, es wäre auch ein bisschen blöd, wenn man den überhaupt nicht sieht. Der Obelisk hält sich anscheinend nicht. Alter, was wollt denn ihr von mir? Wir kommen da erstmal ein bisschen weiter. Ja, komm ruhig näher ran. Healthpack, komm ich dran und gleich... Gut, an dem kam ich noch ran. Bin ich glücklich. Ja, warte mal. Inwieweit komme ich denn durch? Ich habe Angst, dass ich irgendwie aufgefressen vorhin halt getötet werde. Da oben waren wir schon mal, ja, das weiß ich noch. Boden, Luft, Dingsbums. Mach ich die mal so kaputt? Hurra, Datenablink, Update, Dingsbums. Ja, schade. Habe ich jetzt geschafft? Ah, ja, natürlich. Das letzte Mal sterbe ich auch noch so davor. Oh, leck mich doch. Okay, gut. Ich werde das hier nicht gleich beenden. Aber ich werde kurz die Klappe halten, weil jetzt unendlich laute Cutscene kommt. Ich weiß nicht, warum das rumbackt. Das stört mich echt. Aber gut, dann bis gleich. Die Jungs vom Nachrichtendienst meinen, dass man die Gefangenen zu einer anderen Nordforschungsbasis gebracht hat. Aber wir waren noch nicht in der Lage, sie zu lokalisieren. Was für eine Überraschung. Ich kann sie finden. Unsere Tiberium-Experimente erzeugen eine ganz bestimmte Strahlungssignatur. Mit dem Ortungssystem des Möbius-Anzugs könnte ich sie aufspüren. Möbius-Anzug? Sydney arbeitet mit der GDI zusammen, um einen schweren Kampfanzug zu entwickeln. Ich habe einen fertigen Prototypen. Ich bin bereit für den Einsatz. Das lässt du schön bleiben. Nur zwei Personen auf der Welt wissen, wie man den Prototypen bedient. Eine ist mein Vater, die andere bin ich. Okay, gut. Aber ich sage, wo es lang geht. Klar? Aber sicher doch, Captain. Was ist daran witzig? Mehr als Sie ahnen. Denken Sie daran, dass es sich um einen Aufklärungseinsatz handelt. Bleiben Sie in Havoks Sichtbereich und sagen Sie Bescheid, sobald Sie den Standort Ihres Vaters lokalisiert haben. Ich habe gerade eine seltsame Energieschwankung geortet. Ups. Netter Anzug. Hat er sonst noch was geortet? Hey. Hey. Ich hab deinen Freund erschossen. Er hat es nicht anders gewollt. Na, wieder bei der GDI? Ich arbeite auf eigene Faust, Nikki. Und das war schon immer so. Was machst du dann hier? Ich brauche Ablenkung. Und zwar dich. Mach mit diesen verrückten Wissenschaftlern, was du willst, aber Rayshaw gehört mir. Kein Kuss zum Abschied?
Ah, Weiber. So. Tja. Ich könnte was zu dem Spruch sagen, aber ich lasse es. Evolution des Bösen. Fliehen Sie aus dem Gefängnis, Sie wurden in den Hochsicherheitstrakt eines Nordgefängnisses eingesperrt. Weiter konnte ich nicht lesen, aus irgendwelchen Gründen auch immer. Aber es bedeutet erstmal speichern, alles schön speichern, abspeichern. Alles muss sicher safe sein. Ja, dann sehen wir mal, wie spät wir es haben. Wir haben es 21.24 Uhr und ein paar zerquetschte. Tja, nach meinem Handy, was jetzt blinkt andauernd, weil der Akku leer ist. 25. Ergibt doch voll Sinn, ja, weil ich meine, Akku ist leer, beziehungsweise fast leer, hat ja nicht mal wirklich mehr einen Strich. Und es blinkt andauernd. Es ergibt Sinn, um Akku zu sparen, ja. Ergibt Sinn. Bei dem einen anderen Kumpel war es mal so, dass es die ganze Zeit immer nur vibriert und alles, aber naja, gut. Ja, jetzt habe ich eigentlich... Ach komm, die Einzahl kann ich lassen. Ich meine, ich habe jetzt genug abgespeichert. Fliehen Sie aus dem Gefängnis, primär. Toll. Ich habe jetzt echt nur die eine Waffe und keine Rüstung und alles. Ich würde mich doch verarschen. Moment, ich muss dann landen. Toll, jetzt habe ich auch noch eine zweite Waffe. Ich wollte doch... Warum habe ich meinen Nuklearanschlag da eigentlich nicht genutzt? Warum? Nicht. Leck mich doch fett. Na toll. Mal gucken, ob ich weit komme. Ich meine, ich habe jetzt schon umsonst Schaden gefressen. Hier spricht der Gefängniswärter. Im Gebiet der Einzelhaftzellen gibt es eventuell ein Sicherheitsproblem. Alle Türen verriegelt. Personal auf höchste Alarmbereitschaft. Was? Nein, bitte keine Türen verriegeln. Das müsst ihr ja nicht. Ach, noch eine schwarze Hand. Na toll. Auf die freue ich mich jetzt erst recht, ne? Na gut, wissen lässt sich ein bisschen Muni fallen. Ich muss so achten auf irgendwelche Kameras, die mich beorten. Na kommt ruhig alle, ja. Na kommt, noch welche. Wer hat noch nicht, wer will nochmal? Achso, ich dachte, du bist jetzt Feind. Ja, au! Achso, du hilfst mir jetzt. Na, wenn ihr mir jetzt helft, das ist doch mal was Schönes. Das ist, so lässt sich leben. Ich meine... Warum hat das jetzt auf einmal angefangen zu brennen? Und warum muss jetzt auch noch so ein Düt, das klingt überhaupt nicht gut. Aber jetzt gut, ich kriege meine Waffen und anscheinend auch alle irgendwie Munition. Halleluja, hallo. Guten Tag. Mir geht's auch gut. Ich bin der Markus. Akka um in der 9. Es wird hier geschossen. Und ich glaube, meine Freundin muss ich irgendwie helfen. Ich meine, kann ja nicht so angehen, dass sie irgendwie getötet werden oder so. Nicht wahr, meine Freunde? Ihr wollt ja auch nicht sterben, letztendlich. Erstmal einen Snack holen. Was erkenne ich denn wieder? Irgendwie nichts. Typisch. Bin ich hier eigentlich schon lang? Weiß nicht, ob es dich interessiert, Süßer, aber im hinteren Bereich des Gefängnisses befindet sich ein Nord-Heliport. Würde vielleicht helfen, wenn du dich fängst. Erstmal alles zerstören und da hinten snipen. Was der anscheinend auch getan hatte. Gut, jetzt ist erstmal hier Ruhe. Oder auch nicht. Hey, hau nicht ab. Schön, dass ihr Munition hinter... Munition Rüstung hinterlässt. Ja, hier sind ein paar GDI. War mir hier eigentlich nicht rausgegangen, aber ja gut. Ein Kampfboogie. Ein Boogie. Ja, komm mal her, mein Boogie. Obwohl ich mit dir eigentlich nicht viel anfangen kann, leider. So, erstmal meine Fahrkünste ausprobieren. Erstmal nicht von der Stelle kommen. Ja, ist ja klar, wenn ich nicht Gas gebe. Oder einsteigen. Ja, ich meine, ich komme damit jetzt nicht weit, oder? Da komme ich nicht... Da komme ich aber... Passe ich aber nicht durch. Ne, da passe ich nicht durch, leider. Ja, was soll ich denn jetzt mit dem Kampfbuggy, wenn ich hier nicht wegkomme? Muss ich das verstehen, oder geht... Ah, hier hinten geht es ja anscheinend lang. Gut, solange ich... Oh, Heliport. Ja, komm, ja. Du sollst eher kaputt gehen als ich. Und du da oben sollst mal die Klappe halten, ja? Du hast nichts zu melden vorerst. So, jetzt muss ich mal schauen. Hier ist irgendwo ein Heliport. So. Ah, meine GDI-Kollegen.
So, erstmal denen helfen und er sollte mir auch helfen. Worüber ich mich sehr gefreut hätte. Aber naja, gut, man kann nicht alles haben. So, dann schauen wir mal, ob ich die schwarze Hand da hinten wegkriege. Ja, den da oben kriege ich erstmal nicht weg. Zumindest denke ich mal nicht ohne Aussteigen. So, meine Offiziere. Genau, danke. Hast du gut gemacht. Hast du wirklich gut gemacht. Muss ich mal schauen, hier war da eben einer, oder? Ja, anscheinend nicht. Ja, ich weiß nicht mein wirkliches Ziel im Moment. Das Tor zerschießen bringt nichts. So, schwarze Hand. Halt die Klappe, du sollst nämlich sterben. Danke. Autsch, das war mein Kampfbuggy. Das war mein schöner Kampfbuggy. Ah Mann, das war mein Kampfbuggy. Der war teurer. Teuer, der kam gerade aus dem Ding. Verdammt. Ja gut, wenn ich so einen Kampfhubschrauber-Dings vom Platz kaputt kriege, dann will ich da mal nichts sagen, ne? Na, jetzt hier kriege ich auch mal wieder mein C4. Also da drin ist allgemein immer was drin, ne? Das ist doch schon mal schön. Das ist ein Transport. Ich dachte schon, das war so ein Apache. Mein schöner Kampfbuggy ist kaputt. Was man, Mann. Könnte nicht meinen Kampfbuggy kaputt machen. Finde ich nicht in Ordnung. Ja, wollen wir mal in ein paar Räume reinschauen, oder? Erstmal schnuppern. Erstmal eine böse Überraschung machen. Hallo. Hallo, meine Freunde. Noch jemand? Ah, ja, ja. Hier ist meine schwarze Hand. Eine böse, böse schwarze Hand. Hallo, mein Offizier. Warte, ich muss ja erstmal kurz auf die Sprünge helfen. Hier noch jemand? Oh. Tut mir leid, ich wollte dir doch nicht ins Gesicht schießen. Ich war so erfreut, dich wiederzusehen, aber... Ja, mit der Ruhe, ja, weißt du? Ja, erstmal eine Hauswand lang quitschen. So, schauen wir mal rein, was hier so ist. Irgendwo eine Kamera? Nein. Aber erstmal Munition und Rüstung, worüber ich mich sehr freue. Ja, komm, haltet die Klappen. Alter, wo kommt ihr alle her? Könnt ihr alle nicht so aus dem Nichts kommen. What the fuck, warte. Meine Güte. Hallo, meine Freunde, hallo. So, erstmal alle ein bisschen stillen. Zum Glück gibt es ja irgendwie anscheinend genug Rüstung und Munition und Leben. Daran sollte es erstmal nicht hapern. Aber woran es nicht hapern sollte, sollte? An Speicher. Weil ich meine, ich habe nicht unbedingt Lust, die ganze Mist normal zu machen. Ist ja irgendwo, wie gesagt, ja, ne? Verständlich. Nochmal die ganzen Räume da abzuklappern. Aber gut, mein Kriegsgefangener, du kannst... Ich finde es nett, dass die Besen helfen. Das wollte ich nämlich schon mal irgendwie mal. Hallo. So, hallo. Ja, gut, den wollte ich jetzt nicht unbedingt töten. So, mein Offizier, halt mal die Klappe, ja? Gib mir ruhig ein bisschen Muni davon. Oder pack dich so... Kann ich irgendwie nicht? Ne? Ne? Jetzt habe ich es verbockt. Das sieht man schon mal. Nicht umsonst gespeichert. Schon mal schön irgendwo reingebackt. Passt ja, ne? Also wie gesagt, nicht umsonst. Aber ich werde mir auch gleich mal... So, bringt... Ja gut, konnte ich noch nicht mal lesen. Aber ich werde auch gleich einen zweiten Speicherplatz machen, weil... Nicht, dass ich mich bei dem einen auch noch verspeichere. Das wäre nicht so gut. Aber bis jetzt läuft es eigentlich super. Mir macht es auch bis jetzt war sehr viel Spaß. Muss ich sagen, ist es nicht so, dass ich irgendwie alle 5 Meter sterbe. Ja, fliegen kann ich ja irgendwie noch nicht. Beziehungsweise will ich noch nicht. Ne, will ich definitiv noch nicht. Ich werde das mal hier helfen. Das geht ja gar nicht. So, ich glaube, das habe ich noch nicht, oder? Ja, gehe ich erstmal hier rein. Mit euren Pennnasen. Naja, hier. So. Sogar Munition wieder aufgesammelt. Oh, erstmal noch schön verschießen. Ja, erstmal wie James.